Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Und ja, ich bin schon weiter gereist, mir fehlt immer noch ein bisschen Leder. Sonst kann ich die Schmiede nicht herstellen. Ich hätte mir eben... Oh, ich kann das verdorbene Fleisch auch gebrauchen. Okay, hier habe ich nämlich gesehen, hier liegt ein bisschen... Leder rum sozusagen. Kriege ich aus denen auch Leder? Ich bin ein bisschen geärgert worden von Pego Mastax. Was allerdings nicht so schlimm ist. Ja, kriege ich auch raus. Organische Polymer kann erstmal raus. Ist auch nicht viel Leder, ne? Ja, mit der Spitzhacke kriege ich nicht mehr Leder raus. Ist auch egal. Ich will mal gerade mal gucken, wie viel ich dann jetzt zusammen habe. 65, glaube ich, brauche ich. Damit hier schon fast ein Pego schon mein Leder klauen, was ich mir hier hart erarbeitet habe. Ja, das hier raus. Dann machen wir das mal so. 67, sehr gut. Dann können wir die Schmiede, glaube ich, herstellen. Warte mal kurz. Hm. 125 habe ich. Feuerstein, Fasern. Habe ich nicht genug. Wir holen dann nochmal eben Fasern. So, das mit dem Bett und so, das war eine super Idee. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Angst mit dem Sterben. Oder zu sterben. Na, vielleicht sammeln wir auch noch ein bisschen Narkosebären ein. Dann könnte ich eventuell, wenn ich noch ein bisschen Leder finde, einen Mörser herstellen. Ich brauche aber auch noch, wie gesagt, die Werkbank. Muss ich mal gucken, was ich dafür brauche. Ich glaube, Rohmetall 5. Ist da vorne ein Dodo? Ja, das wäre natürlich einfacher gewesen. So. Ich zeige euch auch gleich, wo ich bin. Auf der Karte. Oh. Hier, versteckt. Liegt dann da auch noch was. Nehmen wir mit. Können wir gebrauchen. Verdorbenes Fleisch, Keratin und... Oh, die Sonne kommt raus. Das ist ja super. Und Leder. Das wichtige Leder. So. Was habe ich denn da schon wieder? Ja gut, ja. Ich bin ja gerade gestorben. Ne? Deswegen sage ich ja, super Idee. Das mit dem Bettchen. Ach, guck mal, hier unten habe ich die reingetan. Damit ich nicht angegriffen werde von den Pegos, beziehungsweise, dass sie sich das klauen. Ne, die wollten mir das Fleisch klauen. Könnt ihr vergessen, könnt ihr das. Oh, da haben wir aber viel Fasern rausgeholt. Feuerstein. Upsala. Aber Moment, war das nicht noch Holz? Ja, habe ich nämlich gerade ins Feuer reingeschmissen. Nicht doof. Okay. Dann brauchen wir noch Holz. Ich hole mein Holz. Holzi, Holz. Ja, was ich alles so kenne, ne? Was ich alles so kenne. So, jetzt können wir die Schmiede herstellen. Yeah, und dann gucke ich gleich mal, was wir für... Die Werk... Nee, für die Werkbank brauchen wir geschmiedetes Eisen. Deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt... die Schmiede zuerst machen. So, das hätte ich, das... Nee, das glaube ich nicht. Tada! Okay. Gelevelt habe ich auch. Ich habe was in Nahkampf reingepackt. Gelernt habe ich noch nichts. Wie ihr sehen könnt, an den Punkten eventuell. So. Stellen wir... direkt hier hin, oder?
Warte mal kurz gucken. Ah, toll. Kann ich das nicht sehen? Mist. Schade. Jetzt? Oh ja, jetzt. Okay. Cool. Oh. Hoppala. Ich wollte da wieder raus eigentlich. Ich drückte immer Escape. Ich weiß auch nicht warum. Für die Werkbank brauchen wir Holz auf jeden Fall. Einmal Leder noch. Stein ist klar. Das hier ist aus der Mod. Wenn ich es richtig verstanden habe, sammelt das befruchtete Eier auf. Also die muss ich nicht einsammeln. Die werden automatisch aufgesammelt. Und anscheinend, wenn das in der Nähe von Dino steht, dann, ja, wie sagt man, verstärkt das sozusagen die Eierproduktivität. So. Ach so, can use tech generator or re-fertilizer. Ach so, das muss auch noch betrieben werden mit, mit irgendeinem Dingenstoff. Nein. I see. I know. Ich hab's fast gesagt. Nee, I know. Wusste ich nicht. Wusste ich natürlich nicht. So. Ja. Bitte. Dann das hier wieder da rein. Dann kann das hier in Ruhe warten. Wir brauchen ein bisschen Fleisch. Eigentlich müssen wir hier schon fast komplette Küche hier aufbauen, wa? Eigentlich müsste ich hier neben... Wieso habe ich die Tür hier gebaut? Ist eigentlich auch Quatsch. Eine Tür reicht doch. Die habe ich ja meistens sowieso. Von daher kann da eventuell noch... wir brauchen den hier noch. Mörser. Aber die S-Plus-Variante. Und wir brauchen hier... eine Räucherkammer. Dafür hätten wir, glaube ich, sogar alles. Weil damit das Fleisch nicht zu schnell verdirbt, oder? Was sagt ihr? Machen wir erst die. Jo. Nee, ich wollte direkt hier unten hinpacken. Dann kann ich es auch direkt hier hinstellen. So, cool. Bauen uns hier eine kleine Station hier auf. Was habe ich jetzt gesagt? Das sieht aus wie eine Katze hier, der kleine Pionier. Ach so, Karte. Ich wollte euch ja mal kurz zeigen, wo ich bin. Ich bin jetzt hier oben. Das war doch jetzt hier, ne? Habe ich doch den richtig gesehen, ne? So, ich bin aber noch nicht weiter da oben reingegangen. Ich wollte gerne da vorne hin. Quasi um diese Spitze da rum. Aber ich bin jetzt erstmal hier gelandet wegen dem Leder und damit ich das hier schnell aufbauen kann. Vorne ist ein Dino noch. Das sind zwei Dinos, ne? Was habe ich jetzt gesagt? Holz. Und ein Leder noch. Noch ein Leder. Oh, cool. Hallo, Merle. Warte. Du bist gerade hier. Begrüß mich. Grüß mich zum Essen oder was? Ich bin gleich fertig. So. Hä, hey, hab ich nicht gerade auf den Baum drauf gehauen? Na gut, ist auch egal. Wir gehen schon mal rüber da, würde ich sagen. Will ich zu viel Zeit hier verschwenden? Weil ich meine, bauen habt ihr ja jetzt genug gesehen. Gut, dass ich hier was zu essen gemacht habe. Oh. Kommen wir wieder runter.
Wir packen das mal dahin. Das kommt da. Eigentlich bräuchte ich auch eine neue Flasche, ne? Bräuchte eigentlich eine neue Flasche. Ist ja eigentlich egal, ob ich das Leder jetzt dafür verschwende. Hm? Moment. Achso, ich habe das Leder dafür gebraucht, ne? Ja, 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 gut, okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe da vorhin noch mehr Leder gehabt. Fasern. So. Nee. Okay, dann packen wir die nämlich hier unten hin. Das klicken wir mal weg hier. So. Fülle ich sie mal eben auf. So. Und wir fahren da hinten rüber. Oh, habt ihr gesehen? War das ein Hai? Ich glaube schon, oder? Ach, du dummes, dummes Vieh. Achso, das ist nicht die Schmiede gewesen, okay. Das war, das Lagerfeuer ist ausgegangen. So, okay. Dort soll es Kristall, gut, es sieht auch so aus, als wenn es da Kristall gibt, ne? Aber ich glaube auch Wölfe. Agens auf jeden Fall. Auf jeden Fall Raptoren. Was denn sonst? Aber die Wölfe und die Agens sind schon hart genug. Mal gucken. Dass wir da irgendwie hinkommen. Ohne direkt gefressen zu werden. Weil ich möchte jetzt auf jeden Fall das Kristall haben und dann möchte ich erstmal wieder... Ja. Nee, was möchte ich denn dann? Eigentlich müssten wir wieder zurück. Ja, wir müssen zurück, weil ich brauche... Na, wir werden hier irgendwo... ein Tier für Narkosebären. Und dann werden wir ein paar Narkosepfeile herstellen. Vielleicht noch eine Kiste, die kann man ja oben drauf stellen auf meine andere Kiste da. So. Gerade mal kurz gucken. Ja, genau da, wo jetzt der Eingang. Na ja, gut, okay. So. Drückt mir die Daumen. Dass wir jetzt nicht sofort gefressen werden. Oh Mensch, wir machen den Stein hier weg. So. Schon fertig. Das ging ja schnell. Na gut, für 19, ne? Da oben ist ein lila Loot Drop. Können wir den nehmen? Können wir den holen? Also wenn ich einen Loot Drop holen will, ist immer Kaka. Hallo. Ich komme sofort. Mein Essen ist fertig. Hä? Ich werde hier gerade gestört. Es tut mir leid. Jetzt hätte ich fast nicht aufgepasst, ob hier irgendwie was rumläuft. Ich laufe hier einfach nur und gucke nach hinten. Das ist auch gut, oder? Sollte ich vielleicht nicht tun. Ich komme hierher für Kristall und wo gehe ich hin? Ich gehe zum Loot Drop. Hm, das ist gut. Ich sage immer, mein Essen ist fertig. Ich necke ihn immer so ein bisschen. Er hat heute gekocht. Mein Schatzi Mausi. Mein Essen ist fertig halt. Ich habe nämlich noch nicht gegessen.
Ich habe mich nach der Arbeit quasi fast direkt an den PC gesetzt, um aufzunehmen. Ich sollte vielleicht jetzt nicht so viel Zeit verschwenden. Ich weiß nicht, wie lange der jetzt hier schon ist. Ich kann ihn nicht öffnen, weil ich Level 45 brauche. Schade. Was war das denn? Was? Habt ihr das gesehen? Gehört? Gesehen. Gesehen ist gut. Hier ist es ja kalt. Fünf Grad. Tundra. Ja, ich weiß, ich bin hier gerade. Oh. Aber ich habe da gerade, ich weiß nicht, wie die ausgesprochen werden, diese Schweine da gesehen. Ich glaube, die sind nicht nett. Ich glaube, die waren nicht so nett. So, wo finden wir jetzt das Kristall? Muss ich dafür sehr, sehr weit rein? Das ist jetzt die Frage, ja. Ponys gibt's hier. Das ist ja schon mal schön. Ich bin hier nackelisch. Ganz nackelisch laufe ich hier durch die Gegend. Werde mal ein bisschen was futtern. Habe ich natürlich das richtige Werkzeug, um Kristalle abzubauen, oder? Echt super. Ich kann kein Kristall abbauen. Ich habe hier nicht das richtige Werkzeug. Da kriegt man ja fast gar nichts raus. Wenn ich Glück habe, kriege ich vielleicht ein, zwei oder so. Das wäre total Verschwendung, oder? Ja, aber es wäre schon mal gut zu wissen, wo es ist. Wahrscheinlich da oben irgendwo. Da, wo Stein halt ist, ne? Steht, glaube ich, nicht einfach nur so rum. Gibt es hier eigentlich Karotten? Kann man hier Karotten finden? Für die Ponys? Weil die können nämlich eine ganze Menge tragen, ist mir aufgefallen. Okay, ich höre einen Jutti. Oh, ich liebe Jutis. Ich hatte aber, glaube ich, auch noch nie einen. Oh, hier schneit's. Das ist ja schön. Wenn ich nur ein Vorkommen finden würde. Nee, das. Ich habe erst gedacht. Okay. Da oben ist der Juti. Nee, hier also nicht. Es ist schweinekalt. Ja, du frierst. Du hast ja auch keine Klamotten an, ne? Oh. Das war der falsche Knopf. Anscheinend haben wir in den wärmeren Regionen extreme Hitze. Und in den kälteren Regionen. Oh, den habe ich gerade gar nicht gesehen. Was war das? Ach, Galli. Gallimimus. Hab ich mich erschreckt. Ich habe gedacht, da kommt jetzt schon wieder so ein Raptor. Und anscheinend gibt es hier extreme Kälte. Hunger habe ich. Immer noch. Ja. Gut, dass ich mehr Fleisch gemacht habe. Ich glaube, ich muss mal nachgucken, wo ich jetzt Kristall finde, bevor wir jetzt hier doof rumsuchen. Und eigentlich müsste ich noch mal ein bisschen Leder beschaffen.
Und eigentlich bräuchten wir noch ein vernünftiges Reittier. Wenn ich jetzt wüsste, dass man hier... hat der ein Ei geklaut, dass er so wegrennt? Dass man hier Karotten findet, dann würde ich ja gerne ein Pferdchen zähmen. Aufwendig, das würde ich dann alleine machen, das würde ich dann euch nicht antun wollen, weil ich habe keine Gidi-Rüstung und das würde dann halt ewig dauern. Da vorne liegt noch ein Tierchen. Ich könnte natürlich auch hier die Dodos. Ne, die Dodos will ich nicht. Guck mal da, da laufen Kompis rum. Das sind Idiotenviecher. Wer denn? Ja, würde ich sagen, machen wir erstmal hier Feierabend. Ich werde mal nachgucken, wo man hier Metall findet. Ich werde mir noch Leder holen und werde mir ein paar Klamotten herstellen. Gucken, vielleicht schaffe ich es ja auch, eine Werkbank herzustellen. Genau, ein bisschen Werkzeug. Ich brauche unbedingt die Spitzhacke, mindestens. Und es wäre schön, wenn wir dann hier auch ein Reittier hätten. Natürlich wäre es perfekt, hier so eins, weil die sind schnell, die sind ausdauernd und die können viel tragen. Aber ich sehe jetzt hier keine Karotten. Oder sehe nur ich die nicht? Weil manchmal liegen die ja hier schon mal rum. Ja, die sind toll, oder? Ich will wissen, was für ein Level du hast. 50. Ich will mal kurz gucken, was für ein Level die so haben. Jo, okay. Genau. So, jetzt komme ich hier nicht rein, oder was? Dann wissen wir ja schon mal, was wir fürs nächste Mal machen. Wir werden, also ich werde schon mal ein bisschen was vorbereiten. Das sind diese Schweine. Falls sie jetzt hier rüberkommen, dann kann ich ja wegfahren. Ja, ich glaube, die sind da hinten so beschäftigt. Alles klar. Judy. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie ein Reittier gezähmt. Boah, ich hätte hier gerne so ein Pferdchen, ne? Auf Ragnarok im Let's Play hatte ich ein Einhorn. Das ist ja leider verstorben, wenn ich mich richtig erinnere. Das hatten wir ja verloren. Ätzend. Naja, gut. Okay, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Juhu. Und ja, wie gesagt, ich bereite alles vor, damit wir dann beim nächsten Mal direkt durchstarten können. Und ich gucke nach, wo wir jetzt am besten... Ich könnte natürlich sein, dass wir dahin fahren müssen. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ja, ich wollte doch so in die... Vielleicht... Ah, Moment, wir machen das mal so. Ich habe Angst, wenn ich jetzt dann reingehe wieder in das Spiel, dass ich dann direkt angegriffen werde. Oh. Ja. Ich war jetzt immer noch in der Sicht. Wenn man wenigstens ein bisschen vom... Wo sitze ich denn? Da unten sitze ich. Seht ihr das da? Ganz klein. Achso, ich gucke zur Seite. Ich dachte so, hey, jetzt hast du schon die Haare schon vors Gesicht. Naja, alles klar. So. Okay. Ja. Hoppala. Bis zum nächsten Mal. Ciao.